Es gibt verschiedene soziale Zusammenhänge, die sowohl im Mangfalltal als auch in fast jeder Region dieser Welt auftreten. Und einer dieser sozialen, fast unlösbaren Zusammenhänge lautet: Mob suffer, Frau's wieder. Das sind zwar völlig unterschiedliche Gefühlslagen, hängen aber irgendwie fast unlöslich miteinander zusammen. Mob suffer, Frau's wieder. Das gibt es in fast jeder Kultur und in fast alle Länder dieser Welt. Russland sowieso. Südamerika, Mongolei, ganz schlimm. Vatikan, weiß ich nicht. Ministrant, Psuffer, Meser, Zwider. Es gibt alkoholbedingte Situationen, da hätte ein im Ansatz kritisches Wort der Frau durchaus so eine Art Berechtigung. Es gibt Männer, die behaupten, die Frau war schon 2 Stunden bevor er heimkommt zuwider gewesen. Die hat sich schon warm geschimpft. Weil man kann nicht aufwachen und so losschimpfen. Ja, Erfahrungswerte. Da braucht man ein gewisses grantiges Warm-up. Ich habe da folgende Theorie. Mann und Frau sind ständig mit unsichtbaren Wellen verbunden. Mit Signalen ständig in Verbindung, ganz automatisch. So wie bei den Jedi-Ritter. Die Jedi-Ritter mit dem Lehrmeister Yoda. Kennst du den Lehrmeister Yoda? Das kleine Mandel bei Krieg der Sterne. Viel zu lernen, du noch hast Padawan. Die riesen Ohren und die ultimativen Stirnfalten. Wer ist jetzt in der Geschichte der Yoda und wer ist der Jedi-Ritter? Sagen wir mal, die Frau ist der Yoda, das ist lustiger. Und je mehr der Mo in der Wirtschaft sauft, desto weniger Wellen kommen bei seiner Frau daheim an. Und wenn du die totale Vollbomben hast, die absolute Granaten in der Wirtstube, dann sausen deine Wellen, die eigentlich für die Frau bestimmt waren, kreuz und quer in der Wirtstube umeinander. Bing, 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 bing. In die Gossenmasse rein, in den Ausschnitt von der Bedienung rein. Ding, ding, ding. Und daheim bei der Frau kommt nichts mehr an. Und dann wacht's auf. Sie liegt am Kissen, merkt, dass keine Wellen mehr ankommen, schlägt die Augen auf. Der Grattler. Und dann kannst du heimkommen, wann du magst. Es wird nicht gut ausgehen. Nachdem sie die Frau 2 Stunden warm geschimpft hat, kommt der Mo heim. Er macht irgendwie die Haustür auf. Bleibt am Ende vom Hausgang stehen. Am anderen Ende steht die Frau und knurrt. Sie hat ja schon 2 Stunden Vorsprung. Sie schimpft los, er versteht gar nichts. Er weiß bloß, dass irgendwie ein Suffkopf dabei war, ein Hans Wurst, und jetzt kannst du mich dann gern haben. Der Mo marschiert langsam den Hausgang entlang mit hängendem Kopf. Auf der Höhe von der Frau schaut er so. Möge die Macht mit dir sein. Dann geht die Treppe hinauf. Auf der Treppe kehrt er noch einmal um und sagt einen wunderbar weisen Satz. Ich mag die trotzdem.